Rehnke ist back, meine Damen und Herren. Das hat unser heutiger Studiogast im Frühjahr verkündet. Manche haben es nicht glauben wollen, in der Zwischenzeit hat er aber ein bisschen nachgelegt. Und trotzdem liegen hinter ihm zwei harte Jahre mit Corona-Pandemie, einer schweren Schockzelle-Attacke und diversen Compliance-Themen. Wo das Unternehmen jetzt steht und wo er seinen Optimismus hernimmt, das fragen wir Rehnke CFO Dr. Sebastian Hirsch. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank. Im ersten Halbjahr sind Sie wieder gut in Schwung gekommen, was das operative Geschäft angeht. Ihr Leasing-Neugeschäft ist im Frühjahr um fast 50% gegenüber Vorjahr gewachsen. Da waren noch ein paar Corona-Effekte dabei. Haben Sie damit jetzt sowohl die Corona-Krise als auch Ihre internen Compliance-Probleme gelöst oder hängen Sie immer noch mit einem Bein in dem schwierigen Vorjahr drin? Also wir schauen ganz klar nach vorne. Das haben wir Ende letzten Jahres schon gemacht. Wir haben die Nachwehen der Shortseller-Attacke hinter uns gelassen. Es gibt immer noch ein paar Dinge, die wir besser machen wollen und auch tun. Das ist ganz klar. Aber unsere Geschäftsentwicklung, die Zahlen im Neugeschäft, im Gewinn zeigen ganz klar, dass wir auf dem richtigen Kurs sind, unsere Ziele zu erreichen. Und daher geht der Blick nach vorn. Beschäftigt Sie eines der beiden Themen im Alltag irgendwie noch? Sie meinen die Shortseller-Attacke, die Prüfung. Sicherlich beschäftigt uns das noch, weil wir an der einen oder anderen Stelle noch nachbessern. Das ist aber auch ganz normal. Auf der anderen Seite sind wir schon wieder im nächsten und übernächsten Prüfungszyklus und sind da wieder schon dabei, auch neue Regulatorien umzusetzen. Von daher ist Compliance-Verständnis für unser Unternehmen sowieso eine Daueraufgabe, der wir uns natürlich gerne stellen. Von daher würde ich sagen, wir blicken nach vorn, wir blicken auf Wachstum und die anderen Themen haben wir abgehakt. Diese Shortseller-Attacke, die jetzt heute fast auf den Tag genau 2 Jahre her ist, die war ja wirklich heftig gewesen. Unter anderem wurde Ihnen vorgeworfen, dass das Geld gar nicht da ist. Das war einer der zentralen Vorwürfe, die Sie relativ schnell und leicht widerlegen konnten. Es gab aber auch Punkte, die tatsächlich dann haften geblieben sind. Es wurden Compliance-Schwächen aufgedeckt, zum Beispiel bei der Rehnke Bank, die Sie dann aufbereiten mussten. Welche Lehren hat Ihr Unternehmen denn aus dieser schweren Phase gezogen? Naja, zum einen haben wir wieder einmal unter Beweis gestellt, dass wir sehr resilient sind, krisenfest sind, dass wir auch so eine schwere Phase nicht nur durchstehen können, sondern auch meistern und gestärkt daraus hervorgehen. Zum anderen aber auch, dass wir einige Dinge besser machen müssen und auch heute besser tun, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Wir müssen Dinge besser dokumentieren. Das gilt vor allen Dingen für die Compliance-Dinge, damit sie eben nachvollziehbar sind für Dritte in Prüfungen, für unsere internen Prüfungen. Und das macht uns dann insgesamt das Leben einfacher und da haben wir uns deutlich verbessert. Haben Sie noch was vor sich oder sind Sie durch mit dem Thema? Ja, es ist ganz üblich in so einem Verfahren, dass eine Nachschauprüfung kommen wird von der Bundesbank, von der BaFin. Das ist auch schon avisiert, noch nicht terminlich. Die wird sicherlich vielleicht im nächsten Jahr kommen. Wir wissen das noch nicht genau. Wir sind im engen Dialog. Von daher ist es ein Thema, was uns normal begleitet. Das ist total üblich. Aber wir sind aus unserer Sicht mit den Themen durch, haben die Dinge, die aufzuräumen waren, aufgeräumt. Wir haben die Dinge, die wichtig waren, sofort angepackt. Das liegt jetzt schon deutlich mehr als ein Jahr zurück und sind auf bestem Weg. Und das hat im Frühjahr tatsächlich einige überrascht, dieses Zitat, Rehnke ist back. Man hatte Sie immer noch in dem Bann dieser Shortseller-Situation drin. Und dann haben Sie eine neue Wachstumsstrategie vorgelegt, die unter anderem vorsieht und im Kapitalmarkt verspricht, den Gewinn zu verdoppeln bis zum Jahr 2024, was ein sehr knapper Zeitraum ist. Bevor wir darauf nochmal im Detail reingehen, nochmal eine Frage. Hat dieses Großreinemachen nach der Shortseller-Attacke in irgendeiner Form Ihre Strategie geprägt oder vielleicht sogar erst ermöglicht? Ich denke, es wird uns ermöglichen, diese Strategie umzusetzen, diese Strategie auch zügig umzusetzen. 3 Jahre ist nicht viel Zeit, um Geschäft zu verdoppeln, um Gewinn zu verdoppeln. Das ist ambitioniert, aber wir können das auch. Von daher ist das ein wesentliches Fundament, weil wir wissen eins, wir sind so viel und so intensiv geprüft worden, sodass wir in Summe sicherlich besser dastehen als viele andere Unternehmen. Wie soll es denn gelingen, den Umsatz und den Ertrag zu verdoppeln in 3 Jahren? Wir haben eine super motivierte Mannschaft in über 33 Ländern, fast 2000 Mitarbeiter und wir wollen jetzt Geschäft machen. Wir wollen das machen, was wir können, für Mittelständler da sein, Finanzierungsmöglichkeiten bieten, kreieren mit unserem Leasinggeschäft, aber auch mit Bank und Factoring. Und wir wissen, dass wir das können. Wir sind in diesem Jahr auf dem Weg, die 2 Milliarden zu knacken, werden nächstes Jahr weitermachen. Und von daher sind wir mehr als zuversichtlich überzeugt davon, dass wir die Verdopplung hinkriegen. Ein Schlüssel dafür ist ja bei Ihrem Geschäftsmodell Leasing die Refinanzierung, die Sie auch zum Teil über den Kapitalmarkt machen. Da haben Sie in der Vergangenheit immer, als Sie noch einen sehr guten Ruf hatten, erstklassige Konditionen bekommen. Das hat jetzt natürlich gelitten in der Phase der Shortseller-Attacke. Jetzt steigen auch noch die Marktzinsen. Ist das ein Gegenwind für Ihre Wachstumsstrategie, wenn die Refinanzierung teuer wird, dass vielleicht das Wachstum nicht ganz so dynamisch ausfallen kann wie gehofft? Nein, das denke ich nicht. Und ich denke, wir haben einen guten Ruf. Wir haben ein konstantes BBB+-Rating von der Ratingagentur Standard & Poor's im Übrigen über die ganze Zeit gehabt. Das hat uns geholfen, auch in der schwierigen Phase, hilft uns auch jetzt nach vorne, auch die Rehnke Bank als ganz wichtige Finanzierungssäule für uns und unsere ABCP-Programme. Und Sie sprechen die Zinswende an, die hindert uns nicht. Natürlich steigen Zinsen,
Refinanzierungskosten, das müssen wir einpreisen. Das haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass das geht. Und auf der anderen Seite bin ich gar nicht so unglücklich an der einen oder anderen Stelle, dass die Zinsen etwas höher sind. Es fallen die Negativzinsen weg auf unsere Guthaben. Wir hatten zwischenzeitlich bis zu 1 Milliarde Bankguthaben, was ja nachweislich da war, was aber Negativzinsen gekostet hat. Und im Wettbewerbsumfeld sind etwas höhere Zinsen für uns auch besser, weil dadurch Kredite auch teurer werden und dann Leasing in dem Gesamtumfeld immer eine gute Option ist für Mittelständler. Das ist für den Moment schon mal eine klare Botschaft von Sebastian Hirsch. Ich habe zum Schluss noch 3 Fragen von Finance TV mitgebracht mit der Bitte um die ganz kurze Antwort, wo Sie hier und da versuchen, ein bisschen festzunageln. Das eine würde ich gerne vielleicht einen kleinen Satz haben oder einen Aspekt. Was war das Wichtigste, was für Sie persönlich aus Ihrer Arbeit während der Shortseller-Attacke im Jahr 2020 gelernt haben? Auf die Intuition vertrauen. Die zweite Frage. Welche Schulnote würden Sie der initialen Reaktion Ihres Unternehmens damals auf die Short-Attacke geben? 2-. Und welche Note der Aufarbeitung? 2+. Dann haben Sie sich verbessert. Wir sind gespannt, wie sich das niederschlägt in den Zahlen, die Sie demnächst präsentieren werden. Die Wachstumsstrategie steht. Wir wünschen Ihnen alles Gute beim Vorankommen. Danke, dass Sie uns ein bisschen Rede und Antwort gestanden haben, was Sie gemacht haben und was vor Ihnen liegt. Sebastian Hirsch von Krenke. Das war's für heute bei Finance TV. Nächste Woche haben wir hier ein Schwerpunktthema. Wir schauen uns den Bereich Healthcare M&A an. Ein Boommarkt, der jetzt aber auch ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Wie sehr, das sagt uns ein erfahrener Private Equity Investor. Schauen Sie rein, wir freuen uns darauf. Bleiben Sie gesund und auf bald.